So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Raider Mittwoch. Habe ich das Intro nicht sonst immer anders gesagt? Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine neue Folge Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, heute ist der letzte Tag in Hildburghausen. Morgen am Donnerstag werde ich dann nach München reisen, den Hannes besuchen, den Iswo, der kommt auch, Iswo, Hannes, wir werden also zu dritt München unsicher machen, wir werden da vielleicht wieder ein paar Sachen testen, wir werden den Kerry-Imbiss mal wieder besuchen, euer Lieblingsdönermann auf jeden Fall, ich möchte den Kehlenschneider mitnehmen, diesen 80%igen Schnaps mit 400.000 Scoville Schärfe, den wollen wir dann auch mal probieren, den habe ich aber vom Hannes bekommen, mich nie getraut und dachte, das ist perfekt, dass der Iswo da auch mal. Es wird also jetzt eine Woche lang keine Streams geben, ab morgen. Aber nächste Woche Mittwoch bin ich dann wieder zurück, ja. Weil heute Abend möchte ich die Raid Mania noch mitnehmen mit Genesekt, was wirklich einfach so gut wie niemanden interessiert. Trotzdem wird es eine Raid Mania geben. Wer also doch einladen möchte, ein paar Raid Mania Punkte verdienen. Heute Abend ist eure Chance, weil der Andrang wohl wirklich mega klein sein wird, dass ihr Raid Mania Punkte kriegt, ist heute Abend einfach, ne, bestes Timing. Ich habe auch so gut wie gar keine Bilder erhalten, sonst habe ich immer so 260 Bilder, muss aussortieren, auf 100 runter reduzieren. Jetzt habe ich gerade mal 70 Stück. Also die Woche war sehr ruhig, der Januar ist sehr ruhig. Deshalb nehmen wir uns mal eine Woche Urlaub, fahren weg. Aber ich werde versuchen, dass wir trotzdem aus München noch Videos hochladen, jeden Tag. Was Normales und was mit Pokémon Go. Einen Community Raid auch machen, auch dann, wenn Regi Eis reinkommt, am Montag der Wechsel. Alles wird gemacht. Behalte trotzdem den Community Tab im Auge. Guckt mal, wenn was Neues kommt. Jetzt, Highlights der Woche, genau. Jetzt kommen wir aber zu den Highlights der Woche. Wie gesagt, heute Abend 18 Uhr, Raid-Stunde mit Genesekt. Da nochmal alles mitnehmen. Denn nächste Woche, Raid-Stunde mit Regi Eis, bin ich erst zurück. Angefangen hat die Woche hier, da bin ich mit Super Sunny zu Glücksfreunden aufgestiegen. Ich habe mir wieder mal ein Terrakium rübertauschen lassen. Leider ist es wieder kein 100er geworden. Ist aber nicht so schlimm. Hat ja Zeit, vielleicht kommt es irgendwann und ich raide mir das 100er. Dann hat der Kenny hier einen Shiny Krypto Slimer bekommen. Danke Cliffy, schreibt er hier auch dabei. Habt ihr schon ein Krypto-Shiny? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder welches ist euer Lieblings-Krypto-Shiny bis jetzt? Genaya hier bedankt sich beim Heiko. Danke. Fanraid Go AMK. Noch ein Shiny Heatran mitgenommen. Schäfe24. Was ist das? Und der Bierbenny hat die Lösung. The Masked Dancer. Denn nach The Masked Singer kommt natürlich jetzt The Masked Dancer, also ich frage mich, was da noch für Mist kommt, aber die Leute feiern das, ich nett, aber ich bin halt so. Dann habt ihr hier ein Bild von iScorpions, wenn das im Winter nur ansatzweise so cool aussehen würde, da würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr durchblicken, denn ich denke, okay, das ist ein Pokestop, die sind alle rot, haben einen Kranz um, die Laternen sind Arenen, sind sie nicht, die Laternen sind einfach Laternen. Die Karte wird also komplett zugemüllt und hat dann nur der Stop einen Kranz, der in der Nähe ist und den du drehen kannst. Und Laternen sind einfach Laternen. Es ist auf jeden Fall alles komplett zugeschneit. Weihnachtsmützen auf, Schnee hier, Schnee da und sogar unten der Pokéball, ja. Sogar das Symbol, wo ihr ins Menü geht, da ist sogar eine leichte Schneeschicht drüber. Also diese Details finde ich sehr cool. Sieht auf jeden Fall heftig aus, erinnert mich jetzt an Harry Potter Wizards Unite. Also macht bitte nicht das, sonst ist das Spiel gleich wieder weg. So, dann bin ich Glücksfreund geworden mit dem Frank und da ist auch was ganz Besonderes passiert. Das seht ihr aber dann, wenn der Glückstausch stattgefunden hat. Leon Frey, hier auch geil, erstes Shiny Seemobs und direkt ein Shundo bekommen. Shiny 100%, noch nie bekommen sowas bei einem C-Day. Dann hier Frank Behrendt, der Glückstausch. Der hat mich gefragt, ob ich ihm einen Relikant organisieren kann für den Glückstausch. Jetzt habe ich extra einen Relikant geholt, habe ihm das rübergetauscht und es ist einfach ein 100%iges geworden bei ihm. 100% Relikant aus dem Glückstausch. Heftige Sache. Ich hatte wieder mal kein Glück. Leon Maurice, ich gönne mir mal seinen Döner. Den habe ich mit reingenommen, war eh Platz und der sieht gut aus, ne? Deswegen nehmen wir den natürlich auch hier mit. Dann Sören, das Bild habe ich schon mal gesehen, finde ich aber immer noch cool. Die Gesetze der Physik gelten für Physiker. Ich bin eine Katze und die steht einfach auf dem Türgriff, an der Autotür. Also
dann habt ihr euch schon mal da drauf gestellt, das geht doch eigentlich gar nicht. Nachdem von mir letzte Woche nichts kam, hier mein Ditto, zack, shiny Ditto mit reingenommen. Am Brainy stand da hier auch ein Stingelkaktus dabei, also wird natürlich ein 100er, wenn er ihn erlöst. Könnte man erlösen, ich glaube nicht, dass man in der Form jetzt großartig was mit dem macht. Noctusca, ob das jetzt sinnvoll ist oder irgendwie. Noch ein 100% für die Sammlung hier beim Henry Nicky, ein erlöstes Nidoran. Der macht's richtig, der erlöst einfach alles. Selbst die Nützlichen werden erlöst. Und andere behalten die Unnützlichen so, wie sie sind. Henry Nicky, gerade gefangen, das 100er Castadur, Drachek, Yummy, ein Shadrago Drache, in Shiny, wunderbar, Shenaya, Glücks-Evoli, 100% bekommen, getauscht, Wellington, oh mein Gott, Selal hier, Shiny Zubat mit riesengroßen grünen Ohren, ne, das sind die Flügel, die nach oben geknickt sind, Selal hier noch mit dem Shiny Hut, Selal mit einem schönen Bild, wie ihr hier seht, Flameplate, aha, wird es also Typ Feuer, Taco Plate, ne, also die Taco-Platte. Hui, wird es einfach ein Mexikaner. Das finde ich auch richtig. Das ist so ein dummes Bild, du könntest einfach was ganz anderes, naja, egal. Selal hier noch mit einem Sazenia, auch hier wild gefangen, Selal, 45 Shinies. 300, achso ja, C-Mobs, jetzt gibt nicht den, doch, der gibt, nee, der gibt nicht den Namen ein, sondern die Pokédex-Nummer und Alter 0, also 45 Shinies an einem Tag, Glückwunsch, also beim Selal denke ich schon, dass der Legend spielt, hier, er hat auch immer seine Sachen da, immer den Fangort dabei, hier ist Snubbel Shiny auch dabei, Blutzug Shiny dabei, Shadrago hier auch bekommen, Tom Reich, gar nicht gesehen, dass ich den ausgebrütet habe. 100% Vulpix in der Alola-Version. Andy Project, letzter Tag vom Event, nochmal zugeschlagen. Ah, die sitzt gerade hier und macht wieder hohe Nase. Blutzug, Schneckmark Zubat, Schneckmark Nasknet, alles dabei. Schneckmark natürlich cool, auch neues Pokémon, neu erschienen. Ich habe meine zwei auch gezeigt am Montag, da entwickelt in der Max Out Monday-Folge. Andy Project, schöner C-Day-Abschluss. Von wem die Einladung kam, können sich sicher einige denken. Nee. Ich sage jetzt einfach mal Sabrina, fertig. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich kann nur raten, aber ich weiß, Andy Project ist auf jeden Fall auch sehr aktiv. Bei Sabrina, glaube ich zumindest, dass ich den da öfters mal sehe. Vielleicht, also deswegen daher, weil wie soll ich jetzt... Wer kennt sonst jeden, den er kennt, der auch einlädt und mal was macht? Also klärt mich auf, wenn ihr es besser wisst. Oder Andy, klärt du mich bitte auf, ich will nicht dumm sterben. 100er Shiny durch Tausch. Andy Project hier noch ein Shiny Teddy Ursa als 100er. Ice Scorpion, suche nach 4 Sternen und denke, sehe ich doppelt. Zwischen beiden Traunfugi liegt circa eine Woche. Ne? Was hat er denn sonst hier so? Erlöstes Endon, Flampion, Shigi, Voldilam, Hut, Ratini. Oh mein Gott, hier unten ist noch ein Pfirsich, ein Pinsir steht da. Ein 200er Traunfugil aus einer Quest? Bei 143 WP, beides dasselbe, obwohl 143 klingt mega niedrig. Das kann doch nicht Level 15 sein, das sieht aus wie Level 10, wie Level 5 oder irgendwas. Dann Yoda Master hier auch, 100% Genesect bekommen, ganz frisch und fluffig. Hätte ich auch nichts dagegen, vielleicht kommt es ja heute Abend in der Raid Mania, vielleicht ist ja eins dabei. Marco Felix hier auch Shiny Hut. Dann haben wir hier Burkhardt mit dem 100er Schneckmark dabei. Alexander Ahringer für Raid am Mittwoch, Shiny Schneckmark. Biala aus der Forschung, Shiny Flunkiefer. Paul Berger, Shiny Botogel. Zeigt uns hier sein Bildschirm mit dem Hut, was verschoben tut. Und auch hier ist alles einfach irgendwie, keine Ahnung. Dann hat man wahrscheinlich rübergewischt. Dann ist der Rest unten fast richtig, aber einfach die obere Anzeige haut ab, hat einfach keinen Bock mehr. Elke Kaiser hier mit dem Nugget. Nugget! Ein Nugget gefunden, behalten, Shiny tauschen, genau. Hut auch noch dabei. Heatran auch noch dabei. Hier gebrütet aus einem iPhone Super Sani, also von Pupsi. Ein Adi-Schatz. Ja, die klettert die Wände hoch. Ein 100% Rettan noch mitgenommen. Hat schon wieder ein Shiny Teddy Ursa bekommen. Aber der Almighty hier, das ist ihr Lieblings. Der Green Bear, Green Bear. Das ist ihr Lieblings. Grüner Bär natürlich, den sie auch auf Best Buddy hat und hochgezogen und alles Mögliche. Lennart hier auch mit einem Shiny Heatran. Lennart mit einem 100er Seemobs.
Alter, lass jetzt die Lampe in Ruhe. Mann, ey. Durch Tausch erhalten von Mutter Hagen, ja. Mutter Hagen. Adi. Alter, sieht aus wie so ein Gangster. Dann zeigt er uns seine Freundschaftsliste. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So habe ich mich gefühlt. So habe ich das auch gesehen, als ich da frühst den Döner gegessen habe, ne. Wer aktiv ist, weiß Bescheid. Lennart hier noch Quapo am Start. Ja, Heiko zeigt uns Garrydos, eine Mischung aus Gary und Garados. 100% ausgebrütet in den letzten Wochen, in den letzten 7 Tagen. Und zweimal Praktibalk als 100%iges dabei. Das ist auf jeden Fall krass, das ist auf jeden Fall stark. Richtig heftiges Pokémon, da würde ich auf jeden Fall beide auf Level 50 ziehen, wenn ich die Bonbons dazu hätte und wenn ich 100er hätte. Also das mega Respekt, eigentlich hätte das der Schocker der Woche sein müssen, sehe ich gerade. Zweimal 100er Praktibalk ausgebrütet. Dann gibt's noch Bestfreunde hier, beste Freunde mit Heiko. Also da habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, als ich das gesehen habe. So, Heiko, mach mal schnell weiter. Hier ein Shundo. Ja, was ist das denn eigentlich? Ein Mega Garados. Warum sitzt es denn jetzt aber da auf dem Raikou drauf? Das sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus, als müsste das so sein. Das hat sich einfach eine Mütze aufgesetzt oder eine Maske, eine Mega Garados Maske. Es passt einfach perfekt. Ich glaube, das müsste das Thumbnail sein im Endeffekt. Benjamin Engel hat sich wieder mal an einem Dreier versucht. Da versucht er jeden Dreier immer solo zu machen. Diesmal mit Ursaring auch wieder geschafft mit seiner Machomai-Armee. Zack, gefangen, schlecht, Dresden. So, Sina, hi Ramses, hab heute, also gestern, 12.01. mein erst 200% Shiny bekommen, also jetzt beides. Ich spiele jeden Tag, aber sowas, wie gesagt, erst das zweite Mal überhaupt, hab mich mega gefreut. Würdest du das eventuell in einem deiner Videos zeigen? Aber warte, ich schick dir das Umbenannte, dann musst du es nämlich noch Herbie nennen. Und dann siehst du hier Herbie, ne? Weil es war sogar an Schatzi und meinem Tag, also am Jahrestag, habe es daher nach ihm benannt. Herbie ist sein Spitzname. Und Herbie, wir haben auch schon mal ein Video geschickt bei Instagram, wo der Herbie am Tisch saß beim Essen und hat gesagt, willkommen zu Ramses Kitchen, hier, ich bin der Ramses und ich teste jetzt hier das, peace out, vorhaut. Fand ich auch lustig, diese sozusagen Parodie-Imitation, die sie danach gemacht haben. Hat mir auf jeden Fall gefallen, fand ich ganz cool. Deswegen Grüße an die Sina, Grüße an den Herbie und nehmen wir natürlich mit rein. Hier seht ihr 100% Herbie, Düsseldorf, 12.01. Ah, die Schatz, seht ihr das? So, Kulidita, endlich auch mal ein 100% Stinger hier. Krypto, 100% Slimer. Erlösen? Ich glaube wirklich, es gibt Leute, die erlösen sowas. Hey, da wird es doch noch stärker, oder? Bestimmt. Horst of Death aus der ersten Quest, 19.01. Ein Iguana aus der Quest mit 100% direkt. Habt ihr auch schon ein 100% Iguana? Schreibt es mal in die Kommentare. Boba Mo, das müsste eigentlich das Thumbnail sein. Ich bin mir unsicher, das Garados mit Raikou-Mütze, andersrum. Das Raikou mit der Garados-Mütze oder das. Big Table, ein Relaxor. Huch, was ist das denn für eine Form? Vielleicht ja was für Raider Mittwoch, auf jeden Fall. Das sieht so genial aus. Das hat einfach ein... Das Relaxor hat ein Relaxor-Kostüm, was aber irgendwie nur aus Gesicht besteht, sodass das Gesicht sich über den Bauch zieht und überall drüber. Genial. Warum sieht das Pokémon nicht allgemein immer so aus? Würde ich auch feiern. Dann, was ich eigentlich nicht mache, Bilder von Instagram annehmen, aber ich hatte heute eh so wenig, also habe ich es mal mit reingenommen. Momo, und habe das eben jetzt im Ganzen, man sieht das ja auch. Wenn ich aufs Bild drauf gehe, sieht man den Namen wieder nicht, dann hätte keiner gewusst, von wem es ist. So sieht man Momo auch hier 100% Krypto-Pokémon. Das kam unerwartet hier von ein Gardevoir. 100% Krypto-Gardevoir mitgenommen, auf jeden Fall fette Sache. Und das waren sie schon, das waren alle Bilder. Das heißt, ich habe jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Thomas Bo. Der hat hier geschrieben, das kleine Sandan hat sich verbrannt. So, sieht ja erstmal schön aus mit der Oma Degges auf dem Couch-Sessel. Das kleine Sandan, wo die Augen total anders aussehen, immer wenn die verbrennen. Dann seht ihr das Sandan in der Nacht, das sieht auch gut aus. Aber eigentlich ging es um diese zwei Racker.
weil der einfach geschrieben hat und dann hat er, pass auf, steht gar nicht mehr da, nein, aber er hat 2 Shundo Seemobs bekommen am C-Day, also 200%ige kriegen nicht mal alle, nicht mal 2 Shinies kriegen welche und dann kriegen nicht mal welche einen Shundo und dann kriegt er gleich direkt 2 Shundo und die Sniper sagen, ich hab 3, aber es geht nicht um die Sniper, es geht darum, das fand ich wirklich cool, hier Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, 632 BP, ein Shundo Seemobs am C-Day und hier noch ein Shundo Seemobs danach mit 129 BP, das finde ich auf jeden Fall richtig cool, das fand ich schon eine nette Sache, ja. Und da muss ich meine Aussage zurücknehmen von vorhin mit dem Shundo. Ich habe ja auch schon mal ein Shundo bekommen an einem C-Day, unerwartet, ohne dass ich danach gesniped habe oder das bewusst gesucht habe. Da habe ich aber das Go Plus laufen lassen, habe mit euch gelabert, das Go Plus hat nebenbei Carpador gefangen und dann habe ich so durchgeguckt und habe etliche Shiny Carpador gehabt und eins hatte 117. Dann haben wir drauf geguckt, da war es ein 100% Shiny Carpador. Durch das Go Plus gefangen und das war ein C-Day Shiny, nicht gesucht, aber einfach bekommen. Das fand ich auch richtig cool. Und jeder, der im Stream dabei war, hat auch gesagt, ah, genial. Aber ansonsten war es das trotzdem von unserer Seite aus heute. Ich muss das Muttertier nämlich gleich noch holen. Muss nämlich meinen Laptop noch holen, muss das noch alles einrichten, muss dann morgen losziehen, muss dann morgen irgendwas. Ihr seht morgen 2 andere Videos. Bitte nicht nachmachen, sage ich jetzt schon mal. Ich habe es bereut. Da wisst ihr dann auch, wieso ich letzte Woche Donnerstag alles absagen musste, nicht mehr streamen konnte und gar nichts mehr war, was mich umgehauen hat. Nochmal die Aufklärung, nochmal der Warnhinweis an alle, wirklich, unterschätzt das nicht. Ihr müsst nicht mutig sein, ihr müsst schlau sein, nicht so dumm. Seid nicht wie Ramses, seid schlau. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.